Ich möchte mehr über eine Diät, mit der ich leben kann, wissen. Ich werde mit dir Weisheit teilen, welche in meiner Familie seit Generationen von Mutter zu Tochter weitergegeben wurde. Oh ja, das sieht man. Wie lautet sie? Wenig Fett, viele Ballaststoffe, das funktioniert. Ich möchte mehr über Hypotheken mit variablem Zinssatz wissen. Schlechte Idee. Obwohl für den erstmaligen Hauseigentümer attraktiv, reagiert der Kurs wild auf Fluktuationen auf dem Markt und kann auf Zeit gegen den Käufer arbeiten. Du kommst am besten weg mit einer 20-prozentigen Abschlagszahlung und einem variablen Zinssatz. Dann mit einer Wiederfinanzierung zu einem Fixkurs nach einem oder zwei Jahren, wenn es der Markt rechtfertigt. Könntest du das noch einmal wiederholen? Nein. Ja, weil Aktien sind rein psychologischer Natur. Ob die steigen oder fallen, hängt nicht davon ab, wie sich der Markt entscheidet, sondern nur, ob die Leute glauben, wie viel die Firma wert ist. Ich möchte mehr über die Aufstiegschancen im Bereich Fernseh- und Videoreparatur wissen. So, du möchtest mehr Geld machen. Aber klar, wer will das nicht? Bleib bei der Piraterie. Ich möchte mehr über den Aztekengott Quetzalcoatl wissen. Wirklich, süßer Bursche. Überhaupt nicht so blutdürstig, wie alle sagen. Kürzer, als du denkst. Okay, dann haben wir es jetzt alles durch. Danke für deine Hilfe. Muss gehen. So, das ist, glaube ich, das Einzige, wo wir noch nicht waren. Genau. Ja, kann ich Ihnen helfen? Mein Name ist Guybrush Threepwood und ich bin ein mächtiger Pirat. Threepwood? Sie müssen Skip Farnemast Rackhams Cousin sein. Wie geht es Muffy und den Zwillingen? Wem? Hey, heute ist ein schöner Nachmittag für den Strand. Noch nicht so voll. Am Südstrand ist ein Kunstworkshop und ein Miesmuschelkettenbastelkurs um 2 und 4. Das Wasser ist warm und die Wellen sind nicht zu hoch. Achten Sie nur auf gelegentlich am Ufer angeschwemmte untote Körper. Man sollte die Kinder von verfaulendem Fleisch fernhalten. Im Übrigen sollten Sie sich durch die Belagerung nicht den Tag vermiesen lassen. Unter uns gesagt, die Untoten sind notorische Miesepeter. Ist schon gut, dass Sie die Insel nicht übernommen haben, was? Lassen Sie mich Ihre Mitgliedskarte sehen und Sie werden sofort bedient. Mitgliedskarte? Aber ich habe doch mein Mitglieds-T-Shirt an. So, keine Mitgliedskarte. Ich verstehe. Nun, Sir, Sie sind im Brimstone Beach Club. Teil der Freizeitgruppe für pensionierte Piraten. Es ist sehr exklusiv. Ich fürchte, wenn Sie keine Mitgliedskarte haben, können Sie keine der Annehmlichkeiten des Clubs nutzen. Ich will keine Annehmlichkeit. Ich musste eine essen, als ich in Seenot war, und es war furchtbar. Lassen Sie mich außerdem betonen, dass Sie ohne eine Mitgliedskarte keinen Zutritt zum Strand haben, keines unserer Handtücher benutzen und nichts vom Grill haben dürfen. Guten Tag. Kann ich bitte etwas von deinem Öl haben? Dieses Öl ist ausschließlich für den Techniker der Frittierstation bestimmt. Hi. Ja? Gib mir ein Handtuch, junger Mann. Diese Handtücher sind nur für Clubmitglieder. Ich spiele mit dem Gedanken, einem Club für stinkreiche Herrschaften beizutreten. Wo kann ich mich einschreiben? Nun, so einfach ist das nicht. Zuerst werden Sie auf unsere Warteliste gesetzt. Das kann einige Monate dauern. Dann kommen Bonitätsprüfung, Referenzen, Familiengeschichte, der mündliche Vortrag und die schriftliche Prüfung, die sich hauptsächlich mit spanischen Schätzen, Plünderei und Golf in der Karibik beschäftigt. Und zum Schluss unser Interviewverfahren in 14 Schritten. Und dann gehöre ich zu eurem Club? Nein, ich fürchte, dass ich danach gegen Ihren Beitritt stimmen müsste. Mhm.
Was ist, wenn ich ein bisschen abwasche? Kann ich dann eurem Club beitreten? Es ist nichts Persönliches, aber die Clubgrundsätze legen den Ausschluss fest. Für jeden, dessen Geruch oder Erscheinung die anderen Mitglieder anekelt oder beleidigt. Das verstehen Sie sicherlich. Bitte, kann ich eurem Club beitreten? Es besteht keine Möglichkeit, dass dieser Club Sie aufnimmt. Tut mir leid. Wie wär's mit einem Handtuch? Ich kenne den geheimen Händedruck. Seit Thorsten Hakenhand Eddington letztes Jahr eintrat, gab es beim geheimen Händedruck immer eine Sauerei. Wir haben keinen mehr. Aber alle Mitglieder wissen das natürlich. Ich bin's, Biff vom Polo-Team. Mein Pony wirft bald. Schnell, koche ein bisschen Wasser und gib mir ganz viele Handtücher. Das kaufe ich Ihnen nicht ab, Mr. Schmutzpirat. Der einzige Weg, an ein Handtuch zu kommen, ist, ein Mitglied des Clubs zu sein. Okay, hier kommen wir nicht weiter. Ich gehe dann besser. So, hier an den Strand müssen wir noch. Da kommen wir aber so noch nicht ran. So, versuchen wir hier mal wieder unser Glück. Ach, hier können wir inzwischen auch rein. Sehr schön. Okay, wir machen trotzdem erstmal das Theater. Weil ich weiß, dass wir was vom Theater brauchen, was wir hier unten brauchen. Es ist abgeschlossen. I knew it. Ich frage mich, ob es in diesem Stück eine Rolle für einen flotten, gaunerischen Piraten gibt. Es sieht aus, als wäre etwas in der Tasche dieses Mantels. Hier ist ein Handschuh drin. Dann nimm den doch mal. Sieht aus wie ein netter Mantel. Mit ein paar abgeblätterten, unansehnlichen Schuppen. Ich hasse Leute, die einen verachten, nur wegen eines kleinen Problems mit... Hey, das sind keine Schuppen. Oh! Es sind Läuse. Ich will die mystischen Kräfte des Huts nicht stören. Die mystischen Kräfte des Huts. Schauen Sie, wie ich das verschwinden lasse. Ich frage mich, ob es in diesem Stück eine Rolle für einen flotten, gaunerischen Piraten gibt. Ich will die mystischen Kräfte des Huts nicht stören. Es ist ein alter Reisekoffer. Er ist bedeckt mit Aufklebern von vielen weit entfernten Orten. Booty Island? Hey, es ist ein Aufkleber von Blood Island. Da steht, Blood Island ist für Bluter. Eine Mitteilung der Blood Island Tourismusbehörde. Vielleicht weiß der Besitzer dieses Koffers, wie man nach Blood Island kommt. Er klebt auf dem Koffer. Du sollst ihn aufmachen. Zum Tragen ist er zu schwer. Das ist der Nachteil an diesem 3-Klick-Ding. Man kann jetzt nicht sagen, Alter, mach auf. Mal Speer trappen. Ich brauche keine Requisiten. Na gut, dann halt nicht.